Mein Name ist Manuel Würtensohn. Ich bin hier im technischen Versuch tätig. Wir arbeiten gerade an dem A913 Kompakt. Man wächst natürlich mit dem Gerät zusammen, durch das, dass man ja von Beginn an dabei ist. Wir machen ja selber auch den Prototypenaufbau bei uns hier. Das heißt, wir kennen die Maschine sehr gut. Und auch über die jetzigen Tests, wie wir sie jetzt durchgeführt haben, sieht man einfach, dass die Maschine sehr gut funktioniert. Und das freut einen natürlich, wenn man da einfach ein Produkt mitgestaltet hat, das dann einfach am Schluss so eine volle Performance abliefert. Uns ist natürlich wichtig, unsere Tests selber durchzuführen, um einfach die Maschine kennenzulernen, sodass wir hier nicht nur Messwerte auslesen und anhand von Messwerten beurteilen, sondern auch wirklich das Maschinenverhalten als Fahrer auf der Maschine beurteilen. Der große Vorteil an unserem Entwicklungszentrum ist eigentlich die Nähe von Teststrecke und unserer Versuchshalle hier. Das ist alles an einem Ort. Das heißt, wir können ganz flexibel auf Witterung zum Beispiel reagieren. Wir können in der Halle alles vorbereiten. Und sehr gute Bedingungen, um einfach gute Tests durchzuführen. Wir wollen auch hier eben die Möglichkeit nutzen, mit unseren anderen Produkten gemeinsam, wie zum Beispiel dem Dumper, einfach zum Beispiel die Ladetätigkeiten schon mal hier darzustellen. Und bevor wir eben dann zum Kunde gehen, wollen wir sicher sein, dass die Maschine einfach unseren Ansprüchen genügt und auch den Ansprüchen, die wir eben von unseren Kunden schon kennen. Darum wollen wir so viel wie möglich vorher selber testen.